Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Star Wars Battlefront 2 Video und heute habe ich mich mal in der Welt der Star Wars Artworks von Battlefront 2 umgeguckt. Und zwar gibt es dort einige Artworks von Skins für Iden Versio und das könnte natürlich heißen, dass wir doch noch Skins bekommen. Aber es sind nur Artworks. Artworks heißt, dass es nicht unbedingt im Spiel sein muss, wie zum Beispiel Klone in der Phase 1 auf Kashyyyk gibt es auch. Aber dann ist die Frage, ob das noch ins Spiel kommt. Und das wissen wir nicht. Und in dem Falle gibt es hier viele Piloten-Skins, sowohl ein Endor Trenchcoat-Skin und einen kurzärmeligen Skin und ein Skin mit neuen Haaren, allgemein neue Haare so. Und halt diesen Piloten-Skin, zwei Piloten-Skins, glaube ich. Es gibt halt auf jeden Fall mehrere Skins, die zum Beispiel Basic-Skins und dann diese Mods-Add-on-Skins. Das heißt, dass da ein bisschen was dran verändert wurde an den Skins. Zum Beispiel der eine Skin mit der Jacke und der andere halt mit diesem Trenchcoat von Endor. Auf jeden Fall soll dieses Video eigentlich relativ kurz sein, da ich euch nur informieren wollte, dass so etwas aufgetaucht ist, was bestimmt schon etwas länger existiert, aber durchaus Hoffnung vielleicht auf Iden Versio vielleicht auf der guten Seite noch bereitet, falls sie dann nochmal als Held für die gute Seite kommen würde, was ich eigentlich relativ gut finden würde, da man da extremst viel verändern könnte, man könnte ihr extremst viele neue Skins geben, was man beim Imperium auch noch machen könnte, dass sie ein Imperium-Skin, ja moin, ein Sturmtruppler-Skin bekommt. Auf jeden Fall, wie gesagt, sind neue Skins aufgetaucht. Ob sie dann wirklich ins Spiel kommen, ist eine andere Frage. Ich glaube, diese Artworks gibt es schon seit Release. Auf jeden Fall seht ihr unten rechts auch, dass es von DICE, Motive, Criterion und Dings und von Lucasfilm und EA ist. Das soll es eigentlich gewesen sein. Schreibt ruhig in die Kommentare, ob solche Skins kommen könnten, ob vielleicht Iden Versio auf die gute Seite auch noch kommen könnte, was ich ziemlich gut finden würde. Vielleicht mache ich dazu nochmal ein einzelnes Video. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kurze Info. Haut rein und wir sehen uns zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen und am besten die Glocke aktivieren, weil ansonsten kriegt ihr sowieso keine Benachrichtigung, was bei der Glocke vielleicht ein wenig funktioniert. Aber dazu werde ich auch noch ein Video machen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Däumchen da, einen Kommentar. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.